So, moin moin! Moin moin Live-Chat, alles klar bei euch, wie geht's euch so? Ja, heute Tour mal ein bisschen Saatgut einshoppen. Erstmal was hier trinken. So. Moin Dennis. Moin Haney. So. Warten wir noch ein bisschen ab, wir gucken noch ein bisschen hier so gleich mal ein paar Seiten, was wir so einkaufen können. Ich brauche noch ein bisschen Saatgut, meine Frau hat schon so eine Liste gemacht und ja. Schauen wir mal, was wir so alles finden. So. Also was ich brauche dieses Jahr auf jeden Fall, ja, eigentlich so Saatgut, ich denke mal so auch viele Kohlsorten wieder. Was ich brauche, und dann können wir direkt mal hier natürlich bei Bingenheimer reinschauen. Ich hoffe, ich kann da noch bestellen. Ihr seht, aufgrund der aktuellen Lage schauen wir mal. Dennoch tun wir was aussuchen hier. Wir gehen direkt mal zum Kohl. Was haben wir hier? Was brauche ich hier? Ich brauche auf jeden Fall wieder Blumenkohl. Das ist sowieso Standard, was man so braucht jedes Jahr an Blumenkohl. So. Die Frage ist jetzt, welche Sorte nehme ich ab? Ich habe letztes Jahr eine Sorte gehabt von Helis Olisois gehabt. War nicht schlecht. Moin Anker, alles klar? Wie geht's dir? So. Ja, welche Sorte würde ich mir empfehlen? Also Live-Chat. Sieht's aus, habt ihr bestimmte Sorten da, was ihr an Blumenkohl nimmt? Oder macht ihr so freie Schnauze? Also ich denke mal, ich tendiere hier zu dem Olisois. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, optimal hören, dann schreibt mir bitte mal eine 1 in den Chat, also wenn er da ist im Chat, einfach mal 1 reinknallen, wenn ihr mich gut hören könnt. Gucken wir mal rein, wie es hier so aussieht, im Live-Chat. Ja, sieht ja schon gut aus hier. Hab mal selber auf YouTube geschaut, so live. Ja, mir geht's gut. Und dir? Danke, dass du meinen Kanal gefunden hast, mich abonniert hast. Ich denke mal, ich tendiere mal zu den Olisois hier. Packe ich direkt mal rein. Ja, nicht lieferbar. Wunderbar, so muss es sein. Das ist schon mal klasse. Können wir uns direkt mal aufschreiben. Für die anderen Seiten. So, bin ich wieder. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so spät dran mit Saatgutkauf, aber ich brauche dringend was. Ich lese gerade hier, was die anderen Vor- und Nachteile lesen von ganzen Blumenkohl. Späte Sorte. Packen wir den mal hier rein. So, haben wir schon mal auf jeden Fall eine Sorte Blumenkohl. Brokkoli. Brokkoli ist auch gut hier. Was haben wir hier? Haben nur zwei Sorten, okay. Was haben wir da? Niedrig wachsende. Also ich kenne beide Sorten jetzt nicht, aber Blätternfest relativ feinkörnige und große Blumen. Das ist schon mal gut. Nachernte als Sprossen Brokkoli ist immer gut. Den packe ich auch mal hier rein. Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage.
Ja, bei mir sind auch schon so einige Chilis schon am Keimen, am Wachsen jetzt schon auf der Fensterbank. In den nächsten Tagen wird auf jeden Fall pikiert, aber es kommen noch einige nach, wie gesagt, das ist noch, ja. Man kann eigentlich so viel möglich aussehen jetzt hier, aber man muss gucken, wo der Platz auch bleibt, ne? So, jetzt haben wir eine normale Brokkolisorte. Ich will gerne auch diesen lila Brokkoli wieder haben. Pak Choi, so, ist auch nicht schlecht. Pak Choi habe ich letztes Jahr vom Felix noch mitgenommen. Nur die Frage jetzt, welche Sorte hat er jetzt hier? Mit Ton schlanken. Bup, bup, bup. Das war die Sorte hier. Hirokobi. Hirokobi. Ich pack die mal einfach mal rein. Dann können wir später mal schauen, ob wir ihn mitnehmen oder nicht. So, was haben wir jetzt hier? Grünkohl. Ah, bin ich nicht so ein Freund von Grünkohl. Kohlrabi auf jeden Fall. Azurstar hatte ich letztes Jahr gehabt. Werde ich wieder nehmen. Also das kann man wirklich ganzes Jahr über vorziehen und anbauen. Jetzt hatte ich auch so Mutanten gehabt, also war schon echt Phänomen sowas. Blaro, Enrico, auf jeden Fall packen wir die mal hier mit rein. Und gucken, was wir für so Portionsgröße hier haben überhaupt. Okay. Dann eine normale hier, eine cremeweißflache Sorte mit schneller Entwicklung. Enrico, Fridolin, Fridolin soll gut sein, glaube ich. Okay. Ich brauche einen. So, Rasco, Superschmelz. Den habe ich, glaube ich, noch. Superschmelz. Ich glaube, ich nehme den Enrico, der sieht gut aus, sieht auch vor allem von der Erntezeit her. Also ich kann den Sommer ernten und packe ich nochmal nachpflanzen und eine zweite Ernte sollen wir bis in den Winter reinmachen. Das ist schon mal richtig gut. Wann zieht ihr eigentlich mal Kohl vor? Live-Chat. Seid ihr schon dabei? Ja, oder macht ihr erst später so März, April rum? Hallo Ellen, alles klar? Hey, wo deine Tante ist, sie ist unterwegs, die Tante. Hat kurz Sendepause, weil der Onkel ja am Start ist. Ja, so, ich denke mal, zwei Kohlrabis haben wir auch schon klar gemacht. Gehen wir zu anderen Kohlsorten. Rosenkohl ist auch nicht so unser Geschmack so. Wir essen sehr, sehr wenig Rosenkohl und ob ich ihn anbauen möchte, er soll sehr gesund sein, ne? Aber die Frage, also ich mag den jetzt nicht so, den Rosenkohl. Hab den, ich glaube, letztes Mal, ich glaube, vor 10, 15 Jahren mal gegessen. Sehr selten wirklich. Also wie gesagt, wenn überhaupt einmal im Jahr gibt es Rosenkohl. Also dann auch noch bei meiner Mutter und hier zu Hause essen wir generell kein Rosenkohl. Vielleicht hole ich mir noch Saatgut, ich weiß nicht. Also ich denke mal, bis dahin haben wir ein bisschen Zeit. Man sieht hier vor uns auch April. Ich denke mal, vielleicht eine Überlegung wert, aber Rosenkohl momentan nicht wirklich. Rotkohl. Warte mal, Rotkohl. Granat hatte ich letztes Jahr gehabt auch. Am Rand glaube ich auch sogar. Ich nehme mal hier den Granat, nehmen wir wieder mit. Sah eigentlich gut aus dieses Jahr, also letztes Jahr. Weißkohl, ist die Frage. Genau. Weißkohl. Also wer so Kohlrouladen mag, ist Weißkohl immer gut anzubauen. Wir machen das meistens hier mit dem Spitzkohl hier. Jetzt guck ich mal, ob die. Okay. Gucken, wie der eine da oben hier ist. Ach, was. Platzfest, oder schon mal gut, wenn die platzfest sind. Wie ist der eine hier?
Na, guck mal, die Schnittstelle muss zügig geändert werden. Innerhalb einer Woche, wenn er reif ist, ne, fängt an zu platzen. Also ist schon mal bei uns, sag ich mal, hier der Bernd ist eine sichere Variante auf jeden Fall. Den packen wir auch mal hier rein. So, was haben wir jetzt hier noch? Okay, mal gucken, ob wir einen anderen Weißkohl haben eventuell. So, hier ein rundlicher, keine Spitzkohl. Dottenfeller, Dauer. Kennen wir da irgendwer, den Namen? Dottenfeller. Okay. Hier ein Dottenfeller, hört sich gut an. Den kenne ich irgendwo her. Hey, deine Tante ist hier, Haley. Ton ist sehr leise, sagte der Tobias. Ton ist sehr leise. Ich drehe mal ein bisschen mal auf. Jetzt besser der Ton? Ja, schreib mir eine 1 in den Chat. Nette Uhr. Danke, danke. Bestell Landro. Landro, sagst du? Landro vom. Landro, welche Sorte war es jetzt hier von Landro? Das meinst du doch schneller jetzt hier. Der wird auch immer länger. Ja, hast recht, Tobi. Das ist mit der Lieferzeit momentan echt extrem. Guck mal. Das ist schon 3 Tage, ein Monat. Ja, könnte knapp werden, aber kriegen wir ihn besser jetzt. Wunderbar, freut mich. Unbekannter Nutzer. Ja, hi. Wunderbar, sehr gut. Okay, also wenn ihr mich jetzt wunderbar verstehen könnt, das freut mich. Als würde ich nicht so rumschreien durch die ganze Bude. Deswegen machen wir hier eine lockere Runde. Landor, sagst du, Dennis? Landor. Wenn ich richtig gesehen. Landro. Gehen wir kurz mal ein. Sorry, sorry, der Ton war weg. Ich habe eine falsche Taste gedrückt. Mann, 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 ey. Die Technik heutzutage. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt hört ihr mich auch alle. Sehr gut. Ja, Landro, gucken wir gleich auf der anderen Seite mal nach. Vielleicht, wenn wir den finden. Und dann, ja, Live-Chat. So machen wir das. Erstmal schauen wir hier ein bisschen mal nach, was wir hier finden. Bingenheimer und hoffen wir, dass man schnell vorankommt. Smaragd, ja. Den merke ich mir erstmal auch vor. Gehen wir wieder runter zu Gemüse. Habt ihr eine Empfehlung für dieses Jahr, Live-Chat, was ihr so gerne anbauen möchtet oder gerne anbauen wollt? Habt ihr wieder Ton da? Hört ihr mich? Ja, ne? Ton ist da, ja? Mein Gott, wunderbar, okay. Mann, Mann, Mann.
Habt ihr eine Empfehlung für dieses Jahr, was ihr so gerne anbaut oder so? Gibt was Besonderes? Wunderbar, Ton geht wieder. Das ist schon mal gut, Live-Chat. Sehr gut, freut mich, freut mich. So, was brauche ich dieses Jahr? Also Mangold haben wir auf jeden Fall genug hier, wenn ich sehe. Knollenfenchel ist verdammt schwer anzubauen. Erbsen, wir brauchen Erbsen. Jemand. So, guck mal hier. Markerbsen, Zuckererbsen. Ich denke mal die Markerbsen. Was haben wir hier? Schalerbsen. Auf jeden Fall. Wunder von Kelvedon. Kelvedon. Mit langen dunklen Hülsen und früher Pflückreife. Ja, was ich schon bestellt habe, ich habe so einiges an Saatkohl. Also, ich weiß nicht, ich kann dir was bestellen, was ihr wollt. Also, wie gesagt, ich kann immer. Mein Warenkorb, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt Eisalatmischung, das haue ich mal raus hier. Wollte ich gar nicht haben. Was haben wir jetzt hier? Also meine Favoriten auf jeden Fall Aubergine Zora, Neckarperle, hier Blumenkohl, Brokkoli, Pak Choi haben wir hier. Dann haben wir Kohlrabi, zwei Sorten, Rotkohl, Spitzkohl, normalen Weißkohl. Gurken, Tomaten, Chilis, Zucchinis, Erbsen, Bohnen, Pastinaken. Pastinaken hört sich auch gut an. Also ich bestelle jetzt hauptsächlich das, was ich noch brauche wieder, was mir jetzt nicht mehr, also was wir jetzt nicht mehr haben an Saatgut. Chilis und sowas bin ich gut bedient. Ich brauche noch Paprika auf jeden Fall. Paprikas. Dann gehen wir hier mal noch rüber. Haben wir schon mal die Erbsen bestellt? Weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal rein. Ne? Genau. Gurken brauchen wir auf jeden Fall auch gleich. Zuckererbsen, die sind mal wundervoll, wenn ihr so Wokgerichte macht, kann man auch so schon essen, die Zuckererbsen, ja. Sweet Horizon oder so die heißen. Ja, die packen wir auf jeden Fall auch rein, die sind auch gut. So, jetzt gehen wir wieder mal zurück zu Gemüse. Gurken. Also dieses Jahr auf jeden Fall gibt es auch eine lange Gurke, weil wir auch hier, sag ich mal, dieses Jahr auch ein Gewächshaus haben. Die Harola sieht schon mal cool aus, weil sie so schön lang ist. So eine Schlangengurke. Also Gurken baue ich generell jetzt im Freien immer an. Also das sind immer so Snackgurken, aber dieses Jahr werde ich ein Gewächshaus haben. Und deswegen auch dieses Jahr eine Gurke ins Gewächshaus. Ich denke mal eher an Schlangengurke, denke ich mal, aber draußen generell immer so Snackgurken, ja. Hatte ich auch eine Sorte gehabt, ich weiß nicht, wie die hieß jetzt nochmal. Ja, hier Persika, genau. Die baue ich nochmal immer draußen an, im Freien. Die Persika. Ja. Moin TomTom, wo bist du hier eigentlich? Muss gerade mal kurz was gucken hier. So, okay. Auf jeden Fall Persika, Snackgurke brauchen wir. Persika ist eine gute, für uns eine gute Snackgurke. Habt ihr einen Vorschlag? Genau, Luffa-Gurke, danke TomTom. Die muss ich auch bestellen. Ich muss hier irgendwo herkriegen, Luffa-Gurken, weil ich dieses Jahr auch Schwämme machen. Und ja. Schwämme dies Jahr. Auch so ein neues Ding, was wir noch gar nicht gemacht haben. So,
Lufer haben die natürlich hier nicht, Lufergurken. Was hält ihr von der Arola? Gehen wir mal drauf einmal. Das ist eine feine Gurke hier. Wie lange wird die denn hier ungefähr? Keimtemperatur kennen wir ja eine. Abstände, Drecksaat. Stängnis oder Größe. Schlangengurke für das Gewächshaus mit langen, mittel- bis dunkelgrünen Früchten, leicht bestachelt sind. Ich glaube, die nehmen wir mit. Die hauen wir auch mal in den Warenkorb rein. Sieht ja schon mal vielversprechend aus. Gewürzgurken, die ist ja eher nicht. Habt ihr schon das Video von uns gesehen mit Tushu, also diese eingelegte Gemüse in Essig? Da kann man auch wunderbar auch diese Gurken hier nehmen. Die sind auch richtig lecker. Ja. Also es wird dies auf jeden Fall wieder viel zu viel geben. Und ja, muss man erstmal gucken, wo der Platz herkommt. Also wie gesagt, ich bestelle erstmal, habe so ein bisschen den Kopf so, meine Frau hat Ort aufgeschrieben. Das ist auf jeden Fall Tomate, Kohl haben wir schon auf jeden Fall. Salat, Gurken haben wir auch schon, kann man schon abhaken. Gurken, Kohl, so noch Tomaten und bisschen Salat. Ja. Bestellen werden. Pastinaken gehen wir auch gleich rüber. Das war ja genau hier. Pastinaken kommen wir gleich rum. So, Knollenfenchel. Ja, Fenchel ist so eine Sache. Fenchel ist verdammt schwer vorzuziehen. Anbau ist immer leicht, aber ja, ich habe die letzte angebaut. Es ging. So, die Knollen haben sich unten ja, gebildet, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber es ist nicht wirklich groß gewesen, ja, wie man es so eigentlich nochmal kennt. Also wenn ich jetzt eine vernünftige Sorte finde, sind drei Stück noch hier. Dann wäre es nicht schlecht. Auch für Frühkultur da besonders schossfest, auch als Ad. Topfhülle geprimmt. Okay. Sollen wir eher so eine Frühkultur nehmen oder? Also ich sehe gerade die Perfektion, sage ich, die kann man zweimal mehr anbauen, so gesehen. Ich packe sie mal rein. Fenchel ist immer gut. Ja. Wurzelpetersilie. Ah, genau, die kommt auch noch. Schmeckt etwas intensiver als Pastinake. Ja, da kommt noch alles. Das wird eine lange Liste hier auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es richtig war bei Knollenfenchel, weiß ich gar nicht jetzt. Ich meine, das war glaube ich Sellerie gewesen, die auch schwer angebaut werden kann. Also auch von der Voranzucht. So, jetzt sind wir hier. Ach, Kürbis habe ich nicht genug. Kürbis auf jeden Fall. Kürbis ist immer mein Favorit, immer der Muskatkürbis. Oder natürlich auch hier Standardkürbis hier Hokkaido. Button hat eher weniger, baue ich eher weniger an. Ja. Mushatta-Kürbis. Ranken und Wärmeliebend mit relativ langer Entwicklungszeit. Das ist auch nicht schlecht, was sieht aus fast wie ein Muskatkürbis, ne? Green Hokkaido. Muskate Provinz. Ja, das ist ja, ganz ehrlich, dieser Kürbis hier, ne, ist geschmacklich. Ja, astrein, würde ich sagen. Also einfach mega. Von hier habe ich genug. Von hier habe ich Samen, so viel, da glaube ich gar nicht. Also, denn mal nächstes Jahr werde ich vielleicht neue Samen holen. Aber dieses Jahr habe ich genug Samen. Red Curry. Live-Chats. Wurzelpetersilie möchte ich dieses Jahr auch erstmal. Wie groß ist das Gewächshaus? Mein Gewächshaus. Da müsste ich jetzt lügen. Ich schaue mir ja mal rein, was ich da bestellen wollte. Was wollte ich noch bestellen? Ich glaube so um die 7 Quadratmeter, glaube ich, das Gewächshaus. Ist nicht wirklich ganz groß, weil ja, Kleingarten halt, ist nicht viel Platz. Ich guck mal kurz, wie groß es ungefähr sein sollte.
Ich versuche natürlich hier 1,90, 2,50. Ich war das. Das Gewächshaus ist ja das, was ich holen möchte, ist. War das das gewesen? Nein. Das war es, glaube ich, nicht gewesen. Moment, ich schau mal. 3 mal 10. Ich habe 1,90 mal 2,50. Soll das sein? Das sind, glaube ich, 6 Quadratmeter oder so, ne? Müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, das ist nicht relativ groß. Da wird auf jeden Fall eine Gurke reinpassen. Denk mal, so ein 16 Quadratmeter ist nicht so ein Riesending, aber für den Anfang wird es auf jeden Fall ausreichen. Ja. Obwohl ich gucke gerade selber mal, ob das überhaupt die richtige Größe ist. Ja, ich glaube, das ist 1,90 mal 2,50. Also um 6, 6,5, 7 Quadratmeter. So ein Dreh, glaube ich. Also was noch reinkommt, weiß ich nicht ganz genau. Wirklich ins Gewächshaus. Ist erstmal gedacht, das Gewächshaus ist dafür irgendwie gedacht. Die Pflanzen, die jetzt hier zu groß sind, sage ich mal, so für April. So Ende März, Mitte April, sage ich mal, wenn ich jetzt so einigermaßen große Pflanzen habe, dass ich die halt praktisch da jetzt, ja, so Zwischenlager. Denn ich kann das Gewächshaus beheizen, das ist schon mal richtig gut. Also kann ich so auf, sagen wir mal, zwischen 15 und 20 Grad halten auf jeden Fall, ja, mit der Heizung. Und deswegen wird das so ein Zwischenlager. Was jetzt genau reinkommt, weiß ich nicht. Wird bestimmt ein paar Pflanzen reinkommen, so seitlich. Und dann Mitte so einen kleinen Weg, sage ich mal. Aber wie genau, kann ich nicht jetzt so direkt auf Anhieb sagen. Auf jeden Fall kommt eine Gurke rein. Weiß nicht, ob es im Topf kommt oder direkt in die Erde. Muss ich auch mal schauen, wie gesagt, die Vorbereitungen dafür werden hoffentlich nächstes Mal laufen. Ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt eine Gurke rein und wenn da noch irgendwas anderes reinkommen sollte, wird spontan entschieden. Je nachdem, wie der Platzbedarf ist, auf jeden Fall. Ja, oder 4,7. Also, das ist nicht ganz groß. Also, ich weiß auch nicht wirklich, ob das jetzt die richtige Größe ist. Normal war, glaube ich, 3,10 Meter lang. Ja, und ja, 3 Meter lang. Ich muss selber wirklich nochmal gucken, ob das der richtige Gewächshaus ist. Von der Größe her. Aber ich denke mal, entweder 1,90 mal 2,50 oder 1,90 mal 3,10. Ja, eins von den beiden muss es auf jeden Fall gewesen sein. Wieder. Ich weiß es nicht ganz genau. Jetzt haben wir die 3,10 ist ein Ticken größer, sind auch um 7 Quadratmeter oder so. Ja, irgendwie sowas. Muss mal schauen. Aber das kläre ich noch später. Spätestens jetzt im Februar hole ich das Gewächshaus und ja, machen wir mal weiter. Mal gucken wir jetzt hier. Ja, Kürbis brauche ich jetzt nicht unbedingt welche. Aber das ist ein Red Curry, pack ich mal rein. Das ist immer gut. Wie gesagt, Muskat habe ich genug. Muskat habe ich genug. So, wo haben wir jetzt Kürbis stehen geblieben? Lauchzwiebeln. Ist auch eine gute Sache, Lauchzwiebeln.
Moin Arthur. Ja, der Araber TV. Ja, kann man machen, je nachdem natürlich, mehr wie die Wetterbedingungen sind. Ne? Wenn du Glück hast, hast du keinen Frost, wenn du Pech hast, hast du einen Frost, ne? Für ein paar Tage lang oder jede Nacht oder so. Okay, alles kaputt. Ne? Aber wie gesagt, kann man versuchen, muss man halt nicht. Ne? Also ich gehe auf die sichere Nummer und mache es mal so Mitte Mai, 15., 20. so rum. So. Und dann, wie gesagt, das holen ja alle auf, die Pflanzen. Machen wir uns keinen Stress damit. Das ist das, sagst du richtig, Peter. Das ist einfach, wenn man Kleingarten ist, hat man halt nicht so viel, sag ich mal, Freiheiten, ne? Lauchzwiebeln, das ist immer gut für Salate. Nee, Karlsruhe. Ja, das ist dann fast so ähnlich wie bei uns, so wettermäßig, ne? Zwiebeln haben wir momentan, ich kann mal zeigen, mein jetziger Topf, wie es aussieht. Mega. Also Zwiebeln machen sich jetzt momentan richtig gut. Ja, einen Moment. Hier sind meine Zwiebeln, ja, so eine ganze Platte. Wie gesagt, bis jetzt bin ich zufrieden. Ich habe sonst immer so Stecklinge genommen. Das sind Gemüsezwiebeln, also eine ganze Platte kommen auf jeden Fall. Sind schon einige hier drauf und wird auch März rum ausgepflanzt. Müssen noch ein bisschen wachsen, kräftiger werden, aber sieht schon richtig gut aus. Also läuft. Jetzt Zwiebeln aussehen, ist mega auf jeden Fall. Ja. Ja, Arthur, was ich schon bestellt habe, noch ja nichts, Junge. Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. Muss gerade abhören hier, einen Moment. So, Lauchzwiebeln haben wir auch schon drin, oder? Lauchzwiebeln haben wir reingepackt. Moment. Jetzt mal kurz gucken jetzt hier, unser Warenkorb. Nicht, dass wir hier doppelt bestellen, aber ist eigentlich egal. Ja, ich habe mir so einiges bestellt, Arthur. Kohl, Auberginen, wie gesagt, Kohl immer. Erbsen, Gurken, Kürbis, genau, Lauchzwiebeln ist drin. Wunderbar. Dann gehen wir mal zurück. Warum keins bei dir nicht, Arthur? Was ist los? Machst du was falsch oder was? Ja, welche Tomatensorte pflanze ich an? Was ist bei mir immer unterschiedlich dieses Jahr? Also ich brauche Tomaten, die auf jeden Fall, sag ich mal, ja, sich um die Masse haben. Ja, ich mache so viel Soßen, halt Direktverzehr. Ich koche jetzt nichts ein oder so, ich mache Direktverzehr, dann brauche ich halt immer so große, schöne, leckere Tomaten, wie zum Beispiel Channel Prince zum Beispiel. Ja, da gibt es ja so einige große Fleischtomatensorten. So. Ich habe so ein, zwei und dann halt gucke ich mal so, dass ich so zwei Sorten auch so Cocktailtomaten habe, ja, die man direkt so vernaschen kann, direkt in den Salat packen kann, ja. Also alles wirklich direkt zum Verzehr und nicht irgendwie zum Einlegen oder so. Ja, also schlecht wie kein, ja, hast du so altes Saatgut dabei gehabt, Arthur, ja. Ja, macht ja nichts. Muss ein neues Saatgut bestellen, Arthur. So, Lauchzwiebel, Mangold haben wir genug. Hatte ich letztes Jahr gehabt, im Hochbeet Mangold, habe ich ausgesät. Also wir hatten letztes Jahr Mangold en masse gehabt, also viel zu viel. Ich empfehle euch wirklich so maximal zwei, drei Pflanzen Mangold zu haben. Also es treibt immer wieder das Neue nach, ihr könnt abschneiden, es treibt immer wieder das Neue nach. Und Mangold, wirklich zwei Pflanzen, ich hatte letztes Jahr glaube ich sechs oder sieben Pflanzen, war viel zu viel. Die erste Ernte habe ich direkt verteilt, ne, an Verwandte, Freunde, wie gesagt, also da war schon was auf jeden Fall. Melone dieses Jahr brauche ich nicht so bestellen, habe ich genug Sack noch da. Möhren, ja, Möhren. Möhren ist bei mir nur zweimal geklappt. Nicht oft damit, also ja, also nicht, ja. Gut, kein würde ich sagen, nicht gut gewachsen auch im Beet. Will ich wieder versuchen, will ich aber dieses Jahr im Hochbeet versuchen. Nur ist die Frage, welche Sorte nehme ich hier?
Besser wäre natürlich eine frühe Sorte. Sagen wir gleich, ne? So bis früh bis Mitte früh. Ich guck gerade mal hier. Habt ihr Empfehlung? Habt ihr Empfehlung für Möhren? Ich soll sie schon nehmen. Rote Stumpf oder Herz, der lange schlanke Zylinder. Herbst- und Wintermöhren. Sieht ja so optisch schon nicht schlecht aus, ne? Der Felix hatte letztes Jahr so kleine Einlegemöhren gehabt. Das waren so kleine Mini-Dinger. Da muss ich mal nachfragen, wo der die hatte. Was denn sagt, was war? So ganz kleine wirklich halt, die man auch so, ja, aus den Dosen kennt halt. So kleine Mini-Dinger, ne? Die waren auch nicht schlecht gewesen. Und hätte auch sogar weiße gehabt, soweit ich weiß. Hi, yo, Baumi, alles klar? Ja, ob wieder Kochvideos kommen, kann ich momentan nicht sagen. Ist so spontane Sache mit Kochvideos. Momentan aber erstmal eher weniger. Wenn er halt von meiner Seite aus Kochvideos. Das soll ja bei dir klappen, Möhren gar nicht. Ja, es ist. Man muss halt gucken. Das Problem wieder am Möhren ist, am besten man keimt sie wieder vor und dann sät man sie aus in die Beete oder in Hochbeete. Ich werde dies ja wieder so machen. Ich werde, wurde schon mal gezeigt, glaube ich, auf YouTube oder so, einfach so ein Glas nehmen mit feuchtem Sand, das Saatgut rein, einmal durchschütteln, 2, 3 Tage keimen lassen. Und das gekeimte Saatgut einfach dann praktisch in die Erde packen, ja? In so Rillen zumachen und dann sollte es eigentlich wachsen. Also das war mir letztes Jahr, hat es geklappt einigermaßen. Ja, sagen wir so, mehr als die Hälfte gekeimt, also gewachsen und die andere nicht. Eine bunte Mischung. Ja, ich sehe schon eine hier. Wird Ausnahme mit den Inneren mit gelben, orangen und violetten Tönen spielt. Bunte Möhrenmischung, hier, die meinst du, glaube ich, ne? Das ist ab Februar. Februar, tue ich sie immer auch wieder vormerken. Aber okay. Besonders für schwere Böden geeignet. Natürlich schon mal einigermaßen gut, aber wir haben auch so schwere Lehmböden bei uns und das ist echt. Also ich glaube, da brauchen die Pflanzen echt wirklich viel Kraft, um durchzuknallen. Also ich lockere die schon wirklich mal auf, so 25 bis 30 cm lockere ich den Boden mal auf unten. Grab den gar nicht um, ich lockere den auf mit so einer Grabegabel, damit die halt die Wurzeln besser in die Erde kommen halt. Wir haben echt lehmigen Boden bei uns. Ich packe den mal auch mal rein hier. Dann sind wir erstmal Möhren durch. Diese bunte Mischung merke ich mir für den nächsten Monat, Februar. Dann gehen wir mal, was haben wir jetzt hier noch? Pastinaken habt ihr gesagt, ja, Möhren, Paprika. Paprika erstmal, Paprika brauche ich auf jeden Fall dieses Jahr. Ich habe eine Sorte von dem Felix, diese eine Sorte da, die hat er verteilt doch nach ganz Deutschland. Aphrodita ist mein Favorit, den nehme ich mit. Sehr schöne Paprika. Wird auch Fleisch dann auch dieses Jahr im Gewächshaus angebaut, ein, zwei Pflanzen so. Und einige dann wieder draußen im Freien. Klappt da eigentlich immer gut. Schokobell, Schokobell, Schokobell. Ne?
Letztes Jahr bei Felix gesehen. War geschmacklich auch gut. Hätte ich mal Sake genommen. Voll vergessen. Schau mal kurz mal hier. Okay. So, habt ihr irgendwie Favoriten hier? Ist auch nicht schlecht, so eine bunte Sorte hier, ne? Habanero, Jalapenos. Ja, genau, das ist die Sorte vom Felix Kira, glaube ich, gewesen, ne? Müsste die Sorte sein hier. Lady Lou. Die habe ich auch dieses Jahr, Lila Luzi. Eine Sorte fehlt mir hier. Patron habe ich auch. Pantos. Die müsste ich eigentlich auch haben dieses Jahr. Eine rote fehlt mir. Eine rote Paprika. Ah, hier. Genau. YOLO Wonder. Das ist auch eine optimale Sorte. Die kann man mitnehmen. So. Wieder zurück zu Gemüse. Was haben wir hier? Jetzt haben wir schon wirklich jede Sparte hier. Nimm mal durch. Pastinaken. So. An die Pastinaken-Fans. Was kann ich hier nehmen? Also Pastinaken, noch bis jetzt keine Erfahrung gehabt mit diesem Wurzelgemüse. Gibt es auch noch diese Schwarzwurzeln. Das ist ja Wurzelgemüse, ne? So. Gibt es noch Schwarzwurzeln? Wo baue ich hier an am besten? In die Erde oder lieber ins Hochbeet? Wie gesagt, ich habe echt einen lehmigen Boden, also bis 30 cm ist okay, aber darunter irgendwie wird es, ja. Was soll man nehmen? Welche Sorte? Das sind vier Sorten. Aromata wurde durch. Rohkost, das hört sich mal gut an mit Rohkost. Eine sehr ertragreiche Sorte. Mal gucken, die Erntezeit ist auch mal richtig gut. Man kann so praktisch so außer Freiland. Ich werde natürlich immer gucken, dass ich irgendwie alles so vorkeime, bevor es in Freiland kommt. Oder vorziehe natürlich. Ja. Ja. Wie seht mich eigentlich? Ich habe so wenig Licht hier. So, ja, welche Sorte empfehlt ihr mir hier? Habt ihr eine Sorte, wo ich schon nehmen kann? Aromata, die halblange Weiße, Schleswiger Schnee oder White Gem? Das ist ein bisschen, ich sehe natürlich hier, soll schlank sein, lange weiße Wurzeln, hoher Ertrag, geringer Schussneigung. Ja, aber die Länge in meinen Boden reingeht, weiß ich nicht, du. Die Frage, welche nehmen wir hier? Am besten nehme ich noch so eine ertragreiche, oder? Ich werde sie im Hochbeet anbauen, sie können 40 Meter werden. Ja, schon gedacht, die können auch schon lang werden, die Dinger, ne? Ich nehme mal die halblange Weiße. Da müsste reichen. Die halblange Weiße, die probiere ich aus dieses Jahr. Wie ist das so? Tut ihr direkt dann aussehen ins Freiland oder ist es auch so ein Vorkeim, wie praktisch wie so Möhren? Die erste soll ich nehmen. Also Aromata. Okay, dann packen wir hier mal rein. Ich vertraue auf dein Wissen. Pastinaken auch, wie gesagt, ist für uns Petersilienwurzel. Ja, ich denke mal, wir fangen mit Pastinaken erst an. Würde ich sagen, lass mich erstmal aus. Rote Beete, Physalis, Physalis, Physalis. Ich habe jetzt momentan wächst bei mir auch der Schönbrunner Gold. Das ist natürlich das einzige, ist auch mein Favorit an Physalis. Sehr leckerer Geschmack, so süß-säuerlich, also aber mega ertragreich, diese Dinge. Also
Also wenn so richtige Büsche wären das auf jeden Fall, ja, der Schönburger Gold. Und ich bin mit der Sorte bin ich echt zufrieden und habe seit, ich glaube, seit 2, 3 Jahren, so also länger glaube ich, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Porree-Lauch habe ich schon, Radiesen habe ich auch genug, Rettich brauche ich nicht, ist keiner von uns außer ich, wäre dann zu viel. Rote Beete auf jeden Fall, wieder ein neues Saatgut. Da habe ich glaube ich auch schon Robuschka. Robuschka war die Sorte, die ich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte. Robuschka ist glaube ich eine gute Sorte, die hatte ich letztes Jahr gehabt, die packen wir auch mit rein. Hier so eine Portion, ne? 3,5 Gramm oder 3, 3,50 Gramm reicht für 180 Pflanzen. Also. Moin! Rigotti! ja, die vergesse ich nicht. Ich muss jetzt mal suchen, die Lufergurken. Ich denke mal, gehen wir zu unserem Freund, sagen wir schnell, den Sascha rüber. Der hatte Lufergurken. ja, hier finde ich leider keine, aber die kommen auf jeden Fall auf die Liste. So, rote Beete haben wir auch wenn wir schon mal. So, was haben wir? Rucola haben wir genug. Habe ich auch genug Samen von da. So türkische Rucola aus der Türkei. Rüben habe ich auch noch Samen. Ich habe, glaube ich, auch die Sorte hier. Lehmige Bohnen gemischt mit Sand. Voriges Jahr erstmal Möhren. Die einzige Sorte kann ich nicht sagen. Ich habe auch meinen Boden bearbeitet mit viel Sand, aber wie gesagt, also kannst so viel Sand reinkippen, wie du willst. Da ist schon Sand drin, da ist Pferdemist, da ist Kompost. Also, ich habe schon, sag ich mal, so die ersten 20, 25 Meter schon so einigermaßen, ja, sag ich mal, weichen Boden, ja, aber trotzdem noch sehr lehmhaltig, ne? So, was kann man machen? Salat, Rüben, machen wir jetzt Salat, Salat, Salat. Was kann man Salat nicht hier machen? Wir brauchen leckeren Salat für die Frau. Babyleaf. Amerikanischer Brauner. Bei Bobby's Seeds. Ja, Florian, guck ich mal. Hau mal direkt mal hier rein. Bobby's Seeds. Mal direkt mal ein, Bobby's Seeds. Bobby's Seeds. Dann gebe ich dir mal einen Lufa-Gurke. Lufa. Jetzt wird Ton da. Das Problem ist immer, wenn ich hier was eingebe, ja, dann sperrt ihr mir einen Ton da. Das ist so eine Tastenkombination. Naja, muss man ändern am nächsten Mal. Jetzt habt ihr mich wieder, ja? Der Ton. Ja, der Ton ist wieder da. Sorry. Das ist immer eine Taste für den Ton hier, um an auszuschalten. Ich glaube, muss man wegmachen mit dem blöden Ton da. Jo, jetzt hört ihr mich wieder, ne? Lufa, ja, Lufa, ich weiß, aber da kannst du eingeben, was du willst. Lufa.
Es nervt mit dem Ton hier. Moment, das muss ich mal ausschalten hier. Das mit dem Ton hier nervt. Also diesmal, wenn ich die Tastenkombination eingebe, ist der Ton weg. Aber Moment, muss ich kurz mal schnell ändern hier. Den Ton ist ein bisschen blöd. So, jetzt wird der Ton mal bleiben. So, wunderbar. Jetzt der Ton wieder. Der Ton muss da sein wieder, ne? Also, den Ton, ey. Ist das hier eine Sache, du, ey, mit dem Ton hier? Beim nächsten Mal machen wir Gebärdensprache oder so, ey, Zeichensprache. Das ist mal gut. Luferkucke, so. Genau, jetzt aber. Self-Bio. Der hat hier doch. Ach, Burago. Burago, genau. Burago Online-Shop hat er hier. Gehen wir direkt mal Gurke ein. Gurke. Tanja. Der hätte ich auch gehabt, oder nicht? Die Lufa. Ah, hier. Der hat die doch noch. Schwammgurke. Müsste passen, oder? Ja, Schwammgurke. Florian. Ah, hier. Hör mal. Hat ihr die jetzt gefunden oder nicht? Ja, jetzt haben wir schon auf jeden Fall zweimal Gurken gefunden. Jetzt hängen wir auf der Gurke rum, hör mal. Auf der Schwammgurke. Ich sag mir auch Schwammgurken, echt. Aber die sieht aber klasse aus. Von der Farbe her richtig gut, ne? Ich denke mal, so sieht die ein bisschen reif aus, oder nicht? Wenn die so schön dunkelrot ist oder so. Und die Frage ist, wie viel ist eine Portion drin? Wie viel Körner? Lohnt sich auch 50 Korn zu nehmen? Also sagst Florian, dass er gute Keimrate hat, ja? Ja. Nehmen wir ihn mit gleich. Lassen wir hier so stehen. Perfekt. Wunderbar. Junge, Junge, das ist ja aber ein Gesuche. So, die Gurke lasse ich auf jeden Fall stehen, die Schwammgurke. Merke ich mir vor, habe ich schon vorgemerkt. Können wir gleich auch direkt bestellen. Ey, vielleicht haben die so auch hier, Bingenheimer. Gucken wir mal. Unter Schwammgurke. Nein, die haben wir nicht. Egal, macht nichts. Bestellen wir woanders her. Wunderbar. So, wir brauchen Salat. Am besten so ein Pflücksalat. Ich glaube, ich habe da schon irgendwie so eine Ahnung, wo wir hingehen. Lolo sieht immer schön aus. Salat, Bionada, ist mal gut. Wenn von 20 Samen 3 oder 4 keimen, reicht es ja aus. Ja klar, immer. Wenn er 4 Samen keimen, ne, dann habe ich ja 4 Pflanzen. Und dann kannst du ja wirklich schon so eine Schwammgurkenfarm aufmachen, hör mal. Ja, das reicht. Also will ich vielleicht noch 2 vielleicht wollen oder erstmal eine Pflanze. Ja. So, guck mal die ganzen Sorten mal hier an, die Salate, was hier so gibt's. Entscheide ich spontan hier, so mal gucken, was mich anspricht. Hier spricht mir gar nichts an, so. Oh, drauf geklickt. Kopfsalat ist immer gut, sieht immer lecker aus, kann man gut essen. Ich nehme mal hier den Standardkopfsalat hier. So ein. Ja, das sieht gut aus. Kann man auch ganz hier rüber ernten.
Das war auch nicht schlecht, ne? Luzinde. Luzinde, Luzinde. Sehr schossfest, ist schon mal gut. Ich tendiere immer lieber zu Freianbau. Also, ich habe jetzt dieses Gewächshaus, werde ich mir besorgen, aber so viel Platz hast du eh nicht, ja, dass du so viel Sachen da anbauen kannst. Mal vielleicht so im Winter rein, so kann man was machen. Ja, kann man das Gewächshaus dafür nutzen, aber jetzt so in der Hauptsaison eher nicht, eher alles im Freiland. Lolo haben wir, hier Eissalat. Was haben wir hier? Saladin, Saladin, traditionelle Eissalatsorte für den ganzen Anbau für den Sommer. Marius. Für 6er bis 8er Kisten. Sehr wüchsig, gesund und widerstandsfähig. Muss ich auch an. Traditionell. Den Salat, den packen wir auch mal rein. Den Warenkorb. Hört sich gut an hier. Das ist auch mal gut. So, jetzt haben wir hier Romaner Salat. Hirsch, Hohn, Wegerich. Da kannst du das Gewächshaus voll schwemmen machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist so, man hat so immer so gewisse Projekte. Also ich habe das gesehen, wie es beim Florian, ne, die Schwemme. Hat mich beeindruckt. Also, was will man mehr? Ja, also bevor ich mir so einen Schwamm aus so einem Supermarkt kaufen gehe, ja, oder so ein, ich meine, ich nutze ja auch Schwämme, meine Frau nutzt ja immer Schwämme, ne? Und vor allem für den Gartenbereich, so Schwämme selber mache, ist immer gut, vor allem die halten sich auch lange. Ja, dann hast du jetzt auch mal 10 Gurken an der Pflanze dran, ja, lässt sie trocknen, dann hast du 10 Schwämme. Und mit den 10 Schwämmen kommst du bestimmt lange gut aus, nehme ich mal an, ja, also. Und deswegen halt dieses Jahr ein Projekt, Schwämme selber machen, ja. Mal gucken, wie es klappt. Wenn es gut klappt, dann, ja, dann kann man jedes Jahr so schön machen. Ne? Zurück. Romaner Salat. Haben wir hier. Also ich suche einen Romaner Salat. Ja, den holen wir vom türkischen Markt. Ich habe keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Mal Romaner Salat, der wächst eigentlich schon mal so. Ja, wie hoch sind das? Da gibt es ja kleine, da gibt es ja auch so 15, 20 cm werden halt so, ne? Salate von Romana. Also die suchen einen besonderen, einen. Ich lese gerade mal eine klassische, aufrechte, wachsende, dunkle Romana-Salat mit knackigen Fruiton-Herdanbau. Den nehme ich auch mit. Ja, es ist halt. Ich muss halt wissen, wie groß letztendlich die Pflanzen werden, ne? Alle packen wir mal rein. Ja, ich weiß, dass man diese Luftverschwemmung eigentlich fast überall herkriegt. Aber das Problem ist halt mal so, warum soll ich den kaufen? Ich weiß, kann man kaufen, so, aber ich schmeiße ein Projekt dieses Jahr raus, wenn ich ja genug Schwämme habe, dann bin ich vielleicht für 1 oder 1,5 Jahre bedient. Also, wie gesagt, ich hoffe, das klappt Ende des Jahres, dieses Jahres, dass wir so unsere eigenen Schwämme haben, ne? Und dann können wir mal weiter gucken, dass wir jedes Jahr wirklich schon einen eigenen Schwamm haben, weil mit denen kannst du ja alles was machen. Ne? Da kannst du wirklich normal auch deine Töpfe abwaschen und so, ne? So mit dem Schwamm. Eigentlich eine gute Sache. So, Salat sind wir durch, soweit. Also gehen ja wirklich ganze Partie durch. Also allein schon, ja, Salat haben wir, Schwarzwurzeln. Ja, Schwarzwurzeln, das mache ich später. Sellerie habe ich auch noch genug Saatgut da. Klappt aber meistens nie Sellerie. Sellerie ist so schwer. Ich Schwamm im Mund gehabt, ich Schwamm, ey, ich Schwamm, guck. Ja, klar, Florian, macht auf jeden Fall Spaß, wie gesagt. Es soll ja auch Spaß machen, ne? Also, wenn kein Spaß machen würde, würden wir die ganze Sache nicht machen, ne? Also, man sagt ja, man kitzelt sich schon den Finger, man will schon wieder so viel anbauen, ne? Also, es ist schon, wie gesagt, deswegen brauche ich noch schnell noch Saatgut. Ja. Ja, Knollensellerie ist verdammt schwer irgendwie anzubauen. Ja, Form der Keimung, ey. Also, wenn die Pflanzen wachsen, ist immer schön, aber
die dann wirklich auch irgendwie zu erhalten, ja, bis zur Ernte ist irgendein Problem, ja. Meine Felgen. Ja, auch eine Idee. Du kannst aber alles putzen. Ja, komm mal, ich mache mal so ein kleines Video. Mal gucken, wie ich mit der Luffa-Gurke, mit der Schwammgurke da mal meine Felgen schrubbe. Ja. Dann habt ihr vielleicht jetzt hier so einen Tipp, welche Sellerie man nehmen könnte. Ich habe Sellerie da, aber es sagt mir schon verdammt alt. Ich glaube, der ist schon im 3. Jahr oder so. Ich will es noch anbauen, weil vor allem das ist ja wichtig, so hier. Komm jetzt nicht drauf. Die Suppengemüse halt, ne? Ist auch Sellerie drin und sowas. Und das ist mal halt so, auch so eine Sache, wo wir auch dann selber machen können, ne? Suppengemüse so. Und einpacken, Gefrierschrank, also auch schon eine gute Sache. Ja, hast du richtig gelesen. Genau meine Felgen. Also, wenn ihr Tipp habt, so hier Knollensellerie, welche Sorte ich nehmen kann. Wäre ich noch dankbar. Trapez. Ja, schau mal. Also, da muss ich überlegen halt noch, ne? Vielleicht hole ich die aus der Gärtnerei oder so. Bei mir um die Ecke, weil, wie gesagt, ist. So eine Sache für sich. Sellerie ist immer so eine, ja. Spinat habe ich auch noch genug. Jetzt gehen wir mal zu den Tomaten und gucken, was für Tomaten die haben hier bei Bingenheimer. Berner Rose kenne ich. Von denen habe ich auch noch, glaube ich, noch Saatgut da. Packen wir trotzdem mal rein. Ich habe dies ja auch diese Reisetomate. Soll auch nicht schlecht sein. Moin. Wuchs hier so eine Buschtomate ist auch nicht schlecht, ne? Ja, Zuckermais, hat jetzt auch gar Popcornmais. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr Zucker oder Popcornmais machen soll. Weiß ich nicht. Klappt mir eigentlich immer, wächst auch gut. Habe ich kein Problem mit Mais, bei mir auf jeden Fall. Nur die Frage ist, welche Sorte mache ich? Popcorn oder Zuckermais? Ich tendiere eher lieber zu Zuckermais, weil ich kann man schön auf den Grill packen, ja, und dann kann man sich mal so schmecken lassen. San Marzano ist auch so eine bekannte Sorte. Goldianas Klasse. Haben wir die hier? Goldiana, die meinst du auch so aus einer Snack-Tomate, Cherry-Tomate, ne? Ach, komm mal zu jetzt, komm. Packen wir mal rein. Wir packen wir mal rein, Goldiana. Was haben wir hier noch? Samazan, ich brauche auf jeden Fall so halt eine Sorte noch, wo ich so, ja, Soßen draus machen kann. Ne? Also die Topf schmeißen kann, weißt du, so eine schöne Soße draus machen kann und dann essen kann halt. Ne? Und da kann ich nicht halt so die ganzen Cherry-Tomaten reinschmeißen und dann großfrüchtige, flachrunde und produktive Fleischtomate. Fruchtgewicht so 120 Gramm. Für den Heubereich. Ja. Wildtomaten finde ich klasse, einfach wuchern lassen und viel ernten. Ja, Samazzano, ja, das ist auch nicht so mein Favorit.
Ja, haut mal raus, Live-Chat. Was habt ihr für, ja, Tomatensorten so, eure Favoriten? Also mein Favorit ist auf jeden Fall immer Cherry Prince. Für mich, muss ich sagen, schmeckt sehr süßlich so. Und die haben wirklich große Früchte, ne? Und die gefallen mir bis jetzt also auch gut. Ja, da gibt es natürlich auch viel, viel andere Sorten halt. Aber für mich ist so eine Sorte, wo ich dann so wirklich, die schmeiße ich von 2 Stück in den Topf rein, hab eine leckere Soße draus, ne? Und ist immer so gut auf jeden Fall, ja. Die muss ich auch noch Nachschub besorgen. Zuckertraube. Den packe ich auch mal rein, Zuckertraube. Ich werde mir noch woanders noch ein paar Tomaten besorgen. Da haben wir noch so einige, die wir kennen. Winterbostelein nicht. Chicory. Den Salat, dann mal hier so, kann mal gucken. Nur eher weniger von denen. Zamazano, nur, aber nur als Einkochtomate zum so essen ist die nichts. Ja, Florian, da wir halt nicht so viel einkochen, sag ich mal. Ist ja auch für uns nichts, weil wir verzehren direkt halt so, ne? Entweder Salate oder direkt halt so in den Topf rein, mal ein Gericht raus oder mal auf den Grill mal was schmeißen oder so. Ja, einkaufen tun wir eh weniger, aber wirklich, ey, wir haben wenig Platz hier. Alles ist voll. Ja, so ist das. Ja, Ochsen ist auch gut, Jobami. Ich glaube, vor 3 Jahren hatte ich auch mal Ochsenhals gehabt. Also so auch, die werden auch sehr schön groß, ne? Zucchini. Zucchini essen wir auch nicht sehr oft. Ich schon, ich mag Zucchini, aber allein so eine Pflanze ist schon sehr ertragreich. Dennoch möchte ich dieses Jahr wieder Zucchini anbauen. Für uns reicht wirklich eine bis maximal zwei Pflanzen aus. Black Cherry, Blush Tiger. Green Zebra. Grüne Sorte tropfenförmig. Ich hatte vor 2 Jahren eine gelbe Sorte, das ist auch so eine Cherry-Tomate. Ich glaube, war glaube ich die, wie hieß nochmal, Barry's Crazy Cherry. So eine gelbe Sorte. Mega lecker, mega lecker. Aber kein Saatgut mehr. Ich, wie gesagt, bei mir ist es so, ich bin in der Sache so ein bisschen, ja, faul nicht, aber ich vergesse immer manchmal so von einigen Pflanzen mal Saatgut zu nehmen. Aber das muss ich auf jeden Fall jetzt dieses Jahr mal machen, mal Saatgut nehmen von einigen Pflanzen. Ja, also wieder Channel Prince ist, also Channel ist auch mein Favorit, wieder zum direkten Verzehr. Black Cherry, Wildtomate. Aber wie gesagt, also an Tomaten mangelt es ja nicht. Ich habe echt noch einige Sorten da. Nur, ich baue meistens so an, so 2, 3 Fleischtomaten und den Rest sind so 3, 4 Pflanzen, mal so Cocktailtomaten, ja. Welchen nehmen wir jetzt hier? Packen wir uns hier mit. Die Kokozelle von Tripolis. So. Wieder zurück zum Gemüsebereich. Zucchini, Zuckermais. Zuckermais. Da sind wir schon. Mais gelandet. So, Zuckermais. Eigentlich habe ich vom Zuckermais auch noch sehr viel Saatgut. Aber das Saatgut, ja, wird ja immer älter und älter. Saatgut von einer alten Bäuerin. Was würdet ihr vorschlagen hier? Welche Sorte soll ich hier nehmen vom Mais? Also, betonten Wuchs, Kornengröße ähnlich, Metzi, etwas weniger süße, betonter.
spät. Schauen wir, schließt gerade mal hier zu Eigenschaften haben. Kürze Reifezeit, ja. Sagt hier. Ja, Mais ist so eine Sorte. Also Mais, wir essen lieber Mais wirklich so, also breiten im Topf zu oder direkt auf dem Grill. Ja. Man muss ja schon große Kolben haben halt, ne? Humus ist immer gut. Ich pack's mal rein. Metzti. So, gehen wir mal zurück zu Gemüse. Also haben wir alles durch. Zwiebeln habe ich ja genug, habt ihr gerade gesehen. Ich habe eine riesen Zwiebelplatte. Das reicht für mich aus. Lauch ziehen wir mal jetzt auch im Warenkorb. Da die habe ich gerade riesen, aber halt als Saatgut. So. Haben wir jetzt hier noch Gemüse. So. Hier haben wir alles wunderbar. So, ich denke mal, sind wir hier erstmal durch. Kräuter habe ich auch genug. Wie gesagt, Kräuter. Ja, das ist Blumen. Schau mit Blumen hier. Bienenwelle habe ich auch genug, Blühstreifenmischung habe ich auch, Nützlingsparadies. Also wie das für so ein Blühstreifen habe ich auf jeden Fall auch noch genug Saatgut da. Was sind Sommerblumen? Anis. Da geht's, habe ich auch noch genug. Ja, bisschen Baldrian, ne? Ist ja Bescheid. Ah, ich denke mal, das reicht. Wollen wir uns erstmal auf Gemüse noch konzentrieren? Ich denke mal, hier haben wir jetzt genug. Guck mal, das Warenkorb hier mal sagt. Er läuft. Gehen wir zum Warenkorb. Bin ich drauf. Warenkorb. Ich will mal Warenkorb mal sehen. Moment. Neuen Tab öffnen. Hier ist mein Warenkorb. Ja. Was haben wir denn da? Ja, Kräuter kann man nie genug haben. Wie gesagt, ich habe Kräuter, also an Saatgut und Kräuter im Garten habe ich echt genug. Also klar, kann man nie genug haben, Kräuter. Aber wir an Kräutern mangelt es bei uns auf jeden Fall nicht. Wir haben so einiges im Garten an Kräutern. Ich denke mal, sind wir auf jeden Fall gut eingedeckt. Ich gucke gerade mal einmal hier im Warenkorb hier, ob wir so einiges da haben. Sieht gut aus. Ich werde natürlich später auf jeden Fall gucken, bevor ich die Sachen alle bestelle, dass ich mal nicht wirklich mal immer doppelt habe, weißt du? Also bevor ich jetzt bestelle, jetzt hier wirklich nicht zur Kasse gehe, gucke ich noch bei mir in der Kiste nach, ob ich doch noch einige Sachen hart habe. Aber auf jeden Fall, das, was jetzt hier ist, Hablange Weiße, Aromata, so einfach die Pastinaken. Muss weg, genau.
Okay. So, deutsche Erzieher. Salat, alles da, Kopfsalat, Saladin. So, haben wir uns gut eingedeckt hier auf jeden Fall. Sieht schon mal gut aus. So. Was könnte man noch gebrauchen? Gehen jetzt mal, gucken jetzt mal. Blumensamen habe ich auch für mehrere Gärten. So, hier ist auch eine gute Seite eigentlich hier, Pflanzenraritäten. Der Manfred Hans hat meistens auch mal sehr gute Samen da. Ist das richtig? Pflanzen? Nein, aber hat der überhaupt Pflanzen? Vielleicht mal kurz mal bei den Obstbäumen reingucken. Ich suche eigentlich schon Obstbäumen. Und guck, ob der die Quitte hat, die Quitte. Also hier muss ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Habt ihr Erfahrung mit Quitte? Ja, ne? Also wir essen generell Quitte so direkt. Roh, deswegen muss ich mal schauen, welche Sorten es so gibt, weil die viele Sorten sind nicht dafür für Dreckverzehr geeignet, also Rohverzehr. Die meisten machen ja dieses Quittenbrot oder so. Ich kenne es so, dass weil die Quitte halt so frisch ist, ne? Also wir kaufen die meistens auch vom türkischen Markt. So schöne große Quitten, die schneiden wir auf, ganz normal und isst sie. Manchmal auch so schön mit Zitrone oder mit Salz. Ja, bestreuen und schmeckt verdammt lecker. Was die meisten halt nicht kennen. Ne? Deswegen bin ich auch auf der Suche nach Quittenbäume. Aber werde ich nochmal den explizit nochmal nachfragen, was er wirklich hat. So, wo sind wir jetzt hier? Kategorien, wo sind seine Samen? Sein Saatgut, seine Samen, sein Saatgut. Alter, sag auch, ihr gesagt gut. Er sagt ja, weniger essen, Quitten roh. Ja, kennen auch wenige die meisten, ne, dass man so Quitten roh isst, ne, weil die meisten Quitten sind halt nicht so, die schmecken halt roh nicht, ne, die angebaut sind, sag ich mal. Ich kenne halt wirklich so, dass man aus dem türkischen Markt, weiß nicht noch, was für Quitten sind, die war halt auch in so direkt essen, ne, also schmeckt mega. Ja. Ich bin gerade auf der Suche jetzt nach seinem Saatgut hier. Also entweder bin ich blind. Oder ist er kein Saatgut mehr? Normal hatte er auch Saatgut hier gehabt, meine ich. Nee, leider nicht. Muss ich mal wirklich später mal in Ruhe gucken. Ich finde auf Anhieb gar nichts jetzt hier. Bildergalerie. Wenn nützt mir nichts, ne? Aktuelle Infos. Na, auch nichts. Alles klar. Gehen wir zur Drechpflege. Was könnte ich noch gebrauchen? Ist die Frage.
Habt ihr noch ein paar so Tipps, Ideen, Favoriten, was ihr noch holen könnt eventuell? Habt ihr so einige Vorschläge? Vielleicht kann man ja noch was draus machen. Kohl, vielleicht haben die auch andere Sorten hier. Was? Ich mach Tomatenkohl. Kohl, ich glaube. Ah, genau, wir wollten ja Brokkoli haben. Die Rosalind. Gucken, vielleicht haben die auch andere Sorten. Sprouting, Farbmischung. Brokkoli. Ist ein Krauskohl, ja, genau, den haben wir nicht. Rosenkohl auch nicht. Dann haben wir eine andere Sorte hier, eventuell. Weitere Kohlarten. Blaukohl. Palmkohl. Tomatillo. In deiner Banane, ich habe Banane da und die sollte auch nochmal Frühstück kriegen, ja. Aber so viel Platz habe ich jetzt nicht, sage ich mal, im Garten. Ich habe da einige Bäume stehen, da kommen vielleicht die Pfirsichbaum weg, weil er halt nicht so optimal ist. Hatte diese Kräuterkrankheit, da wird dies ja eventuell neu angesetzt und alte kommen weg. Aber sonst momentan Platzbedarf, sag ich mal, für Bäume sehr gering. Wie gesagt, ich gärtner ja, wir gärtnern ja im Kleingartenbereich und da können wir halt nicht so jetzt so Bäume hinsetzen, die jetzt so, sage ich mal, über 2, 3 Meter kommen. Ne? Und ja, da muss man mal aufpassen. Der Platzbedarf muss da sein, ja. Ja, Tomatillo habe ich bis jetzt auch wirklich noch nicht probiert. Muss ich mal überlegen, Tomatillo. Einige mögen sie ja. Mir fällt so spontan jetzt irgendwie nichts mehr ein, aber ich guck mal, man kann vielleicht mal was. Spontan sehen. Gucken, haben wir ja alles. Salat haben wir auch auf jeden Fall. Mal schon von der Frau abgehakt, die Liste. Hier mexikanische Zwerggurken, ist auch nicht schlecht. Riesenkürbis. Also ich habe dies hier, ich habe auch Samen, so Riesentomaten. Also da werden die Tomaten wirklich, wenn man die wirklich pflegt, so, ja, weiß nicht, zwischen 2 bis 3 Kilo schwer. Und da habe ich noch einige Samen mit hier von so einem Züchter bekommen. Und ob ich das dieses Jahr mache, weiß ich nicht, eventuell schon, wenn ich einen Platz im Dinges habe, im Gewächshaus habe. Ah, was für ein Kürbis ich haben wollte, ist dieses eine Kalabassenkürbis, ja, den wollte ich haben. Mal gucken, ob wir ihn finden. Wenn nicht, dass wir da vorbeigegangen sind jetzt hier. Okay.
So, sind wir jetzt hier. Das läuft jetzt so. Groß, nee, nicht lecker. Das Problem habe ich auch. Hoffe, mein Maulbeerbaum wird nicht 8 Meter hoch. Ich habe auch einen Maulbeer, der Baum eher nicht. Ich ziehe ihn als Strauch auf. Also als Strauch, ne? Als Busch, sag ich mal so. Der ist, wie alt ist er jetzt, ey? Der muss schon auch über 2 Jahre alt sein. Ja? Und klar, der wächst ja mega schnell. Nur ich will ja nicht so kurz halten, sag ich mal so. Also der soll maximal 2 Meter hoch sein, also von der Breite her, klar, muss man auch gucken, aber maximal wirklich 2 Meter halten die Höhe, ne, muss man wirklich mal Ende des Jahres oder Anfang des Jahres so im Frühjahr mal immer wirklich kurz halten. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr mal Früchte gibt, weil es wirklich schon, glaube ich, schon gut, schon 2 Jahre alt und mal gucken, ob wir dieses Jahr Maulbeeren kriegen. Also diese so eine rote Sorte, genau Sorte kenne ich nicht, habe ich damals mal vom Supermarkt mitgenommen und einfach mal eingepflanzt und ja, seitdem ist er am Wachsen. Tomaten, Zucchini, Kürbis, Kürbis. Hannover, den Warenkorb, den pack ich schon mal rein. Ja. Diese Sorte suche ich hier. Kalabasch. Zurzeit nicht lieferbar. Wunderbar. Und das ist eine Sorte, mit der man irgendwie später auch, die werden auch ja, im Reifzustand hart sein. Also hart. Ja, fest sein, sag ich mal, mit der kann man irgendwie ja, Musikinstrumente machen, Lampen und sowas halt. Ne? Das wäre auch so ein Projekt für dieses Jahr gewesen, normalerweise. So, machen wir jetzt. Ich gehe mal noch zu Paprikas. Vielleicht finde ich da noch was. Okay, Tom, da haben wir so gute Eigenschaften, ja, die Tomatillos. Also Chilis und was habe ich genug auf jeden Fall. Noch vielleicht suchen mal so eine andere Paprikasorte. So, jetzt haben wir hier Chili Lemon Drop. Das sind so kleine Sorten, ne? Ölkürbis. Ja, mit dem kann ich auch nicht wirklich viel anfangen, ne? Kalabassen angebaut und Schalen und Flaschen draus gemacht. Ja, deswegen, das will ich ja auch machen. Das will ich ja auch machen, sowas. Ich gebe mir hier ein, vielleicht haben die sie hier. Kalabass. Haben natürlich nicht. Vielleicht haben sie ja hier. Nö, nirgendwo vorhanden. Müssen wir woanders gucken gleich. Kürbis gewesen, ne? Boah, guckt euch mal die Kürbis mal an. Mega. Also ich finde so eine Form von der Kürbis,
Ach, Kalle. Da muss man die richtige Schreibweise finden, ne? Kalle Bassen, genau. Mein Gott. Da findet trotzdem eh nicht. Ne, siehst du? Findet eh nicht. Vielleicht findet so einfach unter dem Kürbis. Gucken wir mal. Ne, haben die gar nicht. Aber guck euch mal die schöne Form hier an von den Kürbissen. Mega. Einfach nur geil. Und natürlich, wenn ihr so richtige Oschis, ne? Bei Ziegenkürbis zu suchen. Nochmal kurz. Gemüse, wollen wir Kürbis. Kürbissen, vielleicht haben die hier. Unterkategorie, ne, haben die nicht. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Nix. Hier mal Kürbis ein. Na, auch bestimmt wieder schwer zu finden hier, ne? Im Samenhaus mal gucken. Also wenn doch jemand von euch Saatgut haben sollte, ja, einfach mal vorbeischicken. Können natürlich gerne so einen Tausch machen oder so. Vielleicht finden wir hier was im Samenhaus. Natürlich wieder einige Sorten hier. Da wäre vielleicht fündig. Mal so. Auch nicht schlecht, ne? Zier-Aubergine. So. Vielleicht finden wir doch mal hier was bei denen hier. Butternut, Kürbis, Kürbispizza. Bio-Kürbis-Spaghetti, sieht auch schon lecker aus, ne? Also Kürbis ist für mich auf jeden Fall so ein Gewächs, da kann man echt was machen. Ist auch sehr außergewöhnlich hier, so ein Kürbis. So. Brauchen auf jeden Fall einen Kürbis auch für die Kinder. Später für natürlich für Halloween, sagt man ja. Ja. Damit die was schnitzen können und so. Muss ich auch mal schauen. Also wenn ich sowas sehe, könnte ich direkt einkaufen, ne? Also. Kürbis ist wirklich ein geiles Gewächs. Schmeckt auch verdammt lecker. Schau mal. Es ist noch gar nichts gefunden. Keine Kalebassen. Keine Flaschenkürbis oder was. Wir haben eine gute Auswahl auf jeden Fall von Kürbissen. Ja, schon mega hier, so XL-Kürbis, ne? Atlantiker, Atlantik, Giant. Also, ich meine, diese Muskatkürbis sind schon mega groß, ne? Ah, guck mal hier. Da haben wir noch was gefunden. Da haben wir noch was gefunden hier, oder? Das sind ja unsere Kürbisse, die wir suchen, ne? Sehr schön, oder? Da haben wir sie gefunden. KCB Dame. Da habe ich die Kalabassensamen bestellt. Aber ich stelle mir was auch, oder nicht? Die können wir einpacken. Ist halt immer schade, wenn man nicht die sagt, wo man da findet, wo man gerne auch viel einkaufen möchte. Jetzt haben wir natürlich bei Bingheimer so viel voll gemacht. Ich werde natürlich gucken, dass ich jetzt nicht so mal drei, vier Pakete jetzt irgendwie wo das bestelle. Wenn ich sehe, ich kriege alles auf einer Seite, jetzt hier zum Beispiel beim Samenhaus, sieht es schon ein bisschen vielversprechender aus. Vielleicht haben die auch direkt auch hier die
Schwammgurke. Schwammgurke haben die auch natürlich. Guck mal hier, Schwammgurke. Mann, Gurke. Da kann man natürlich eventuell direkt alles vom Samenhaus bestellen. Ja, man sieht hier auch, wunderbar. Also könnte ich theoretisch auch von hier bestellen. Also ich denke mal, da mache ich auch nichts falsch. Ja, was ist drin oder nicht drin? Ja, ist drin. Deswegen eventuell würde ich dann gucken, jetzt mal auch jetzt die Bestellung jetzt vom ja, Bingheimer vielleicht einen Teil hier zu bestellen und einen Teil im Samenhaus zu bestellen. Weil es ist ja Schwachsinn, wenn ich jetzt hier noch zwei Pakete bestelle und dafür Versand zahle. Deswegen mal gucken, ob ich das vielleicht später mache und dann je nachdem, ja, werden wir entscheiden. Ich kann ja später mal gleich kann ich das mal kurz zeigen, wie groß es ist. Genau, Angelika ist auch eine Kalabasse. Ja, haben wir auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja, beim Samenhaus immer schon mal. Die haben echt viel an Auswahl, sehe ich. Und das sieht wirklich schon gut aus hier. Also können wir bestellen. So, was haben wir hier? Genau, das war ja vom Samenfest. Den können wir natürlich schon mal wegmachen. Mich wundert noch, warum der hier bei Manfred Hans keinen Samen mehr hat. Der hat nochmal ausgesagt, aber das finde ich ein bisschen jetzt schade irgendwie, dass ich nichts finde. Entweder gucke ich so schlecht oder ich finde echt nichts mehr. Das würde ich nur noch pflanzen da jetzt. Muss man mal googeln. Ich weiß, der Sack ist besser vor dem ist wieder bei Manfred. Ach so, okay, hat momentan keinen Sack da, ja. Schade drum. Hat wirklich mal wirklich sehr gut Sack. Ich habe vor 3 Jahren, meine ich, habe ich mal auch Sack bestellt, jede Menge bei dem auch, vor allem auch so weiße Aubergine oder weiße Erdbeeren. Die Erdbeeren sehr gut gekeimt. Also mein Keimrate bei dem auf jeden Fall wirklich fast 100%. Muss ich ehrlich sagen. Bei Manfred Hans echt gute Qualität da auf jeden Fall. Und auch so viel so im türkischen Bereich viel Sack gehabt, ne, aus Türkei und so, muss ich sagen, aber finde ich schade, dass jetzt keins da anbietet momentan. Muss ich mal später mal reingucken, hoffentlich noch dieses Jahr was da bei dem bestellen zu können. Eventuell schreibe ich ihn mal persönlich an und dann schauen wir mal. Gut. Habt ihr noch einige Vorschläge? Live-Chat, was man noch so anbauen, bestellen kann? Habt ihr vielleicht noch einige Fragen zum Anbau dieses Jahr, also für diesen Monat oder nächsten Monat? Samen, nicht Damen. Habe ich Damen gesagt? Sag ja, heute Sonntag, heute ist ein Tag der Vergesslichkeit. Nein. So, wir haben auf jeden Fall einen vollgepackten Warenkorb hier. Ja, vom Bingheimer. Da werde ich wieder gucken, ob ich hier wirklich einiges hier auch vom Samenhaus bestelle, weil nur zwei Sachen. Ich weiß nicht, was jetzt hier an Dings hier haben. Gucken wir mal hier. Verlangt kosten 5,90 €. Ja, das ist schon heftig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was die an Versandkosten hier haben. Keine Ahnung. Also, wie gesagt. Mal gucken, vielleicht tue ich einen Teil, so einen Teil aufteilen vom Bingheimer rüber vom Samenhaus und dann würde ich einen Teil da bestellen, einen Teil hier bestellen, weil dann werde ich nur zwei Tüten hier bestellen und knapp 6 Euro ja, Versandkosten zahlen. Ja, ist rausgeschmissenes Geld, würde ich sagen. Ne? Nutzhanf, ey, Tatsache. Wenn ich schon sage, Nutzhanf, dann ziehen wir uns mal Nutzhanf rein. Ja, einfach mal Hanf schreiben. Gibt das Hanf frei? Ja, natürlich. Ah, ja, mal Hanf. Hanfpalme, ja, man kann eine Palme ziehen. Hanfsaat für Futterzwecke. Oh, da immer so ein Kilo, oder?
Hanfsaal. Tabak habe ich. Tabak, soll ich euch zeigen, wie mein Tabak aussieht? Da muss ich ein bisschen mehr Licht machen. Irgendwie stehe ich ja sicher im Dunkeln, aber kann ich euch mal zeigen. Mein Tabak von den lieben Florian habe ich letztes Jahr mitgenommen, weil glaube ich letztes Jahr, ja. Seht ihr den Tabak hier? Nicht, was für eine Tastaturkippe. Ja, mein Tabak, der wächst wunderbar und es sind auf jeden Fall einige Pflanzen. Also, wenn ich so reinschaue, das sind mindestens, ich weiß nicht, 100 Pflanzen an Tabak. Also, dies hier eigener Tabak im Kleingarten. Also, wir werden dies hier auf jeden Fall so eine Tabakplantage machen. Erdnüsse habe ich letztes Jahr gemacht, gibt es ein Video drüber. Ja, Erdnüsse. Ich habe auch Samen da, also Saatgut da. Von Erdnüssen werde ich eventuell Februar nochmal aussehen, hier vorziehen zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob die in die Erde kommen oder vielleicht in einen größeren Kübel. Ich hatte vor 2 Jahren eigentlich gute Erfahrungen gemacht, aber letztes Jahr war gar nichts. Vielleicht vernachlässigt oder so, aber wie gesagt, ja, manchmal war die Zeit nicht so zu da, ne? Manchmal war es auch zu warm, man war nicht da gewesen und so, aber wie gesagt, dieses Jahr wird es ein bisschen anders sein und ja, dieses Jahr einen wunderbaren Tabak, also mega, also wird auf jeden Fall einige Videos über den Tabak geben, ja. Also eigener Tabakanbau beim Kleingarten Ümver. Im Kleingarten Tabakanbau ist schon geil. Jetzt schon, was Tabak? Ja. Ich treibe gerade Ingwer, Kurkuma und Süßkartoffeln auf der Fensterbank vor. Ingwer habe ich auch, schon in der Erde. Achso, du schreibst falsch. Also, okay, ich sage alles richtig. Gut. Alles klar. Ja, ich will auch Süßkartoffeln haben. Ich muss eher, bitte, mach ich auch vom Supermarkt Süßkartoffeln kaufen. Einfach so eine Knolle kaufen, dann so keimen lassen. Also, wie gesagt, ich hatte vor 3 Jahren hatte ich auch eine Mega-Ernte gehabt an Süßkartoffeln, aber war halt eine Pflanze gewesen, die ich vom Gärtner gekauft habe, bei mir um die Ecke. Und war geiler Tag, also wie gesagt, war schon gute Sache. Und ja, also ich bin zufrieden momentan, wie gesagt, man sieht es auch hier, ne? Also Tabak läuft, läuft. Ja, so, dann drücken wir zurück. Ja, wenn ihr wollt, wie gesagt, also Hanf, Hanfsaat, ja, Überlegung wert, aber nicht unbedingt. Ich sehe alles auf Vogelfutterbereich, ne? Also jetzt so eine Palme, im Kleingarten, wäre nicht so prickelnd. Ich meine, so kleinere Palmen, ja, ich meine, jetzt sind ja schon Palmen hier, das ist ja schon wie im Urlaub, eine Hanfpalme, das ist schon ein mega Ding. Sieht natürlich schön aus, aber unrealistisch. Vorsprung bekommen. Ich hatte den im Mai ausgesät, den Tabak. Das ist im Mai ausgesät, den Tabak. So spät erst? Okay. Hätte ich gedacht. Ich mache zum ersten Mal Tabak. Normal hätte man im Februar, glaube ich, schon im März aussehen müssen im Haus und wie gesagt, die wachsen verdammt schnell, habe ich gehört, auf jeden Fall. Also muss ich gucken, deswegen auch Gewächshaus. Sobald die jetzt so einigermaßen Größe, eine große Größe erreicht haben, packe ich alles ins Gewächshaus. Da kann ich natürlich schön beheizen, 15 bis 20 Grad und habe ich natürlich so einen Frostwächter. Und da kann die Pflanzen, die schon groß sind, weiter wachsen bis Mitte Mai. Und dann kommt alles raus in die Beete und ja. Deswegen hat man auch so viel vor dieses Jahr. Und ja. Und wo tust du auswandern, Angelika? Wohin geht's? Ab in den Süden. Ich schaue doch direkt in die Türkei, dass es mal schön lecker warm. gut, Samenhaus. Tun wir uns auf jeden Fall hier abspeichern. Auf jeden Fall Samenhaus und Bingenheimer. Da haben wir gut schon was gefunden. Den Hobby-Seeds, den tun wir uns auf jeden Fall mal hier mal vormerken. Moment, ich guck mal, ob ich alles da drin habe im Samenhaus. Ja, genau, Schwammmucke und den Kürbis. Gut. Den lasse ich dann weg. Ja, natürlich schade mit dem Mann von der Hansa. Ich gerne was bestellt. Hierbei brauchen wir jetzt auch nichts mehr. Drechpflege. Ah, vielleicht gucke ich gleich noch mal später mal rein. Ich kann euch gerne noch
mein Gewächshaus zeigen, was ich gerne kaufen möchte. Hier ist das Gewächshaus. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das die richtige Größe ist. Das ist jetzt die Frage. Die richtige Größe, weil ich baue natürlich auch so Fundament. Und wenn ich jetzt mit Fundament mache, ist das etwas kleiner hier. Deswegen jetzt war ich eben jetzt gerade nicht so jetzt ganz sicher, welches jetzt genau nehme. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Da weiß ich nicht ganz genau, was ich genau nehme. So, ja, ich hatte letztes Jahr, wie hieß es nochmal? Ne, vorletztes Jahr. Ich habe letztes Jahr Kichererbsen gehabt. Sind auch sehr lecker. Habe ich auch noch Sack genug davon in der Türkei. Kichererbsen wachsen sehr gut, finde ich, bei uns. Kichererbsen. Ich hatte vorletztes Jahr hatte ich, ach, wie hieß nochmal? Oh, meine Kleine. Ja. Ja, die Kleine war kurz hier. Nordspanien, heißes Klima und trotzdem genug Regen durch die Berge. Auf jeden Fall, Spanien ist auch mega geil. Also Spanien ist auch so eine schöne Gegend auf jeden Fall. Ja, momentan natürlich jetzt um die Zeit jetzt hier, ne, ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so optimal, ne? Aber wenn es klappt, warum nicht? Ist immer eine gute Sache. Ja, wie gesagt, das Gewächshaus, muss ich euch mal gucken. Welche Größe ich da jetzt wirklich nehme, weil normal würde ich diese 3,10 m mal 1,90 nehmen, aber wie gesagt, ich brauche natürlich auch den Rahmen dafür, Fundamentrahmen. Ja. Da muss man schauen und wie gesagt, und wenn ich jetzt ja, spätestens bis März aufgestellt habe, kann da auch so einiges rein, ich mal so April, Mai rum, ne? Gut. So, wie lange sind wir schon online hier? 18:51 Uhr. Also gute 2 Stunden, oder? Ja. Gute 2 Stunden, 1 Stunde 51 Minuten. Ja, ich würde mal sagen, das ist nur eine kleine Kabane. Dafür aber eine Menge Grundstück drumherum. Sehr gut. Grundstück ist immer gut wichtig, egal wie groß das Haus ist. Immer, Grundstück ist immer wichtig auf jeden Fall. Das ist. Ist auch hier echt wirklich ein Problem zu kriegen. Ein Haus mit viel Grundstück. Wird immer alles teurer und teurer und ja, haben wir nichts. Bordeaux oder Porto? Hauptsache Spanien. Da ist das mal dumm. Ah, ich würde auch so gerne auswandern. Wir haben auch in der Türkei haben wir auch genug Land, aber ist halt zu weit weg, ne? Ja, gut, meine Lieben. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Livestream. Ich denke mal, machen hier langsam mal Schluss. Wir haben so einige Sachen eingekauft, also noch nicht gekauft, sondern in warmen Korb gelegt. Ich werde noch gucken, was ich hier zum Samenhaus packen werde. So, ich teile was auf hier auf jeden Fall. Und dann werde ich die Sachen bestellen. Und dann wird auf jeden Fall spätestens bis Februar einiges ausgesät noch hier. Also, das kann man wirklich alles schon fast mit vorziehen, voranziehen, ja. Und kann dann so spätestens Ende März, April, kann dann auf jeden Fall ja, einiges ausgepflanzt werden. Danke fürs Zuschauen, Live-Chat, danke fürs Mitmachen, Live-Chat. Also ist auf jeden Fall einiges zum Lesen gewesen. Und ja, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Euer Effekt.